So, moin und herzlich willkommen zu Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D 3 Hearts and 1. Yo! Im letzten Part haben wir die letzten Ausrüstungsgegenstände geholt und Verbesserungen, die wir holen konnten. Es gibt noch zwei Dinge, die wir holen können noch, die wir auch holen werden, aber die wir erst holen können, wenn wir da reingegangen sind. Da vorne, da oben, da seht ihr links da oben, ne? Wenn wir da drinnen waren. Wir sind gerne ins Schloss angekommen und da müssen wir rein natürlich, ist ja klar. Okay, Link, hörst du mich? Hier spricht Rauru. Wir 6 sammeln unsere Kraft, um eine Brücke zum Portal von Ganons Schloss zu legen. Der Wachturm des Schlosses, auch Teufelsturm genannt, wird von Siegeln des Bösen blockiert. Brech die Siegel, dring in den Turm ein und brette Prinzessin Zelda. Oh Mann, wir sind so weit gekommen im Spiel, schon krass, oder? Aber wir denken, alles, was wir jetzt noch machen, außer dass das jetzt kommt, halt mit dem Schloss von Ganon, halt, haben wir soweit alles geschafft. Ich bin auch ganz ehrlich, ich glaube, dass wir das Schwerste im Spiel schon wirklich geschafft haben. Also so, dass wir im Prinzip es eigentlich schaffen sollten. Ich denke schon. Also würde mich wundern, wenn wir jetzt auf einmal hier wirklich krass anfangen zu failen. So, dann wollen wir mal. Und lassen wir in Ruhe. Das einzige Problem ist natürlich, wir haben die 3 Herzen. Die trifft man wieder auf Gegner, die wirklich mehr Schaden machen. Ihr 6 Siegel habt ihr gerade gehört, müsst ihr brechen. Das sind die normalen Siegel, so wie zum Beispiel Wald, Feuer, Wasser und. Und die müssen wir brechen. Dafür brauchen wir Lichtpfeile. Und ja, das regeln wir schon. Ne? Wir fangen mit dem Wald an, wir gehen rechts rum und ja, machen das halt alles, ne? So. Na, wieso läuft ja keine Gegnermusik? Was geht? Hier läuft keine Gegnermusik. Okay. Mit dem Big Rundschwert bin ich natürlich ein bisschen besser dran, ist klar. So, tschüss. Okay, das war dann das erste schon mal. Und da ist eine Truhe. Das ist ja nett. So, dann brauche ich einmal kurz ins Feuer Inferno. Wir regeln einmal das hier. Zack, was hier drin? Knete, yay! Müssen natürlich die Fackeln anmachen, um weiterzukommen. Und dann mal gucken, dass wir hier weiterkommen. Ich habe eigentlich vor, dass wir das in den nächsten Parts hier eigentlich durchschaffen sollen. Denn so lang ist das. Wow. Ist das ja eigentlich gar nicht. Wow, Paddy, du bist echt gut. Treff hast du drauf, ne? Das hast du richtig gut drauf, Guter. So, einmal zurücktauschen, dass die normalen Pfeile wieder tragen. Okay. Gut, ich denke mal, in diesem Part werden wir so 3 Siegel brechen. Schwer zu sagen, weil es halt auch schwer einzuschätzen ist gerade. Die Dinger müsstet ihr eigentlich noch aus dem Schattentempel kennen. Ne, wisst doch, ne? Die Dinger, die hier uns rumgezogen haben oder so. Ne? You know what I mean? Scheiße. Ach, Manno. Wie doof, ey. So. Ja, kacke, was ist das denn? Das Ding ist ja wieder weg. Na! Oh, komm, was soll das denn jetzt hier, ey? Wow, wir haben noch ein Herz. Fängt ja gut an, ne? Das fängt ja gut an. Aber das Gute an dem Ding hier ist... Ach, er lebt auch wieder. Hallo. Schenk ich dir. Schenk ich dir, du Arsch. Das Gute hier an dem Temp an der Stelle ist... Also nicht jetzt hier direkt... das Gute hier ist, es gibt ja auch eine Fee, also eine versteckte Feenquelle. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wo die ist, bin ich ganz ehrlich zu euch. Aber es gibt definitiv eine. So, aufpassen. Ich würde jetzt gerne hier drauf stehen bleiben erstmal. Vor allen Dingen würde ich erstmal die ganze Rubine hier einsammeln, damit wir hier weiter können. What the? So war es jetzt nicht gedacht, aber okay. Dann würde ich sagen, wir warten kurz mal, was da weg ist, dass der Wind aufhört, dann können wir die kurz einsammeln. Und dann haben wir den ersten schon geschafft gleich. So, zack. Und weg hier. Sehr schön. Und da ist das erste Siegel. Ich will kurz mal kurz einsammeln. Vielleicht sind die Herzen. Das wäre optimal. Oh, die Herzen. Das ist gut. Das ist wunderbar. Da brauchen wir Lichtpfeile. Und mit den Lichtpfeilen einfach da reinballern. Zack. Erstes Siegel gebrochen. Sehr schön. Das lief doch. So. Oh, hallo Salia, hallo. Das Waldsiegel ist gebrochen. Beeil dich, Link. Okay, wie gesagt, so sieht das halt hier halt in jedem aus. Nervig ist natürlich nur das Ding, was beim Wasser jetzt gleich kommen wird. Das verspreche ich euch. Das ist nämlich hier so ein Schieberätsel. Und ja, ich mag Schieberätsel ja auch so gerne. Ja, so ein bisschen, ne? Jetzt muss ich kurz was schauen. Ich bin mir jetzt nämlich nicht sicher. Irgendwo konnte man durchgehen und dann konnte man da
zu Feen gehen. Ich will kurz mal schauen, dass ich kurz das Auge der Wahrheit am rausrüste. Ich glaube, die brauchen wir nämlich jetzt gerade nicht mehr. Und ich meine... Okay, da vorne seht ihr es auch schon. Ich kann euch das ja mal zeigen eben mal. Das machen wir eben nur schnell. Denn sind hier nämlich Feen und Dekohändler. Aber da wir sowieso gerade 4 Feen dabei haben, ist das egal. Deswegen gehen wir weiter. Direkt zum nächsten Sieger. Zum Wassersieger. So. Okay. Und ihr seht hier jetzt blaues Feuer. Und was wir sogar tatsächlich brauchen. Ich kriege Kotzanfall. Jetzt müssen wir sogar eine Flasche da machen. Wow, Paddy. Schön. Oh, jetzt geht kaputt da. So. Noch jemand hier oder was? Ach da. Und tschüss. Ja, das ist natürlich jetzt kacke, ne? Wir müssen jetzt eine Flasche leer machen einmal. So, machen wir eine Flasche einmal leer. Hier, guck mal, was hier drin ist. Hier ist bestimmt auch Eis drin oder sowas. Nee, oh, doch nicht. Wow. Jetzt lohnt sich die Fee ja noch viel weniger als gerade. Scheiße. Okay, egal. Müssen wir halt mal durch. Das ist jetzt halt eben so. Wir können da ist nicht dran ändern jetzt halt eben mal. So. Das Gute ist, wir können zur Not ja nochmal zurückgehen und eine Fee holen. So. Deswegen ist das nicht so tragisch. Ja, ich würde, wie gesagt, schon gerne, dass wir die Feen behalten. So, 3 Stück haben wir gerade, ne? Ja, 3, klar. Logisch. So. Ach so, das ist das Rätsel. Ach, das ist gar nicht das schwere Rätsel, okay. Das ist ja gar nicht das Problemrätsel hier. Ich dachte, das wäre das schwere Rätsel. Dass das wirklich ein bisschen blöd ist. Aber das geht sogar. Meiner Meinung nach sollte das eigentlich zu lösen sein. Ich muss kurz selbst noch überlegen. Weil ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Muss ich ehrlich zugeben. Ah, nee, alles klar. Hab's gecheckt. Alles gut. Nee, alles gut. Okay, ich hab's kapiert. Ach so, wie... Oh, das hab ich gar nicht gecheckt, dass unten eine Zeit steht. Ach so. Oh, warte mal. Hier ist was. Okay. Nein! Oh, ich bin so ein Idiot. Ich bin dann vorbeigelaufen, ey. Boah. Ach, fuck. Oh, nö. Aber wir brauchen nochmal blaues Feuer. Ich kotze ab, ey. Ach, come on. Jetzt dürfen wir nochmal hier zurücklaufen, oder was? Verdammte Kacke. So, blaues Feuer, danke. Na, wie du siehst, grau aus. Ist irgendwas falsch bei dir, oder was? Läuft irgendwas falsch bei dir? Sag's mir bitte, Fee. Sag es mir. So, nochmal bitte. Ist die Fee jetzt eigentlich wieder da? Die Basis müsste eigentlich wieder da sein, ne? Irgendwie war es jetzt dumm von mir, kann das sein? Irgendwie war es ein bisschen hohl jetzt gerade. Ja, das war hohl. Cool. Also stürzen wir ab. Scheiße. Das war richtig hohl von mir. Ein bisschen dumm muss man sein. Das ist mein Problem. Yeah. Ach man, Leute, das ist immer das Gleiche hier, ne? Immer diese Rätsel. Vor allem, die mag ich auch so gerne, ne? Ich rätsel zu meinen besten Friends. Best Friends, BFF mit Rätsel, Alter, ohne Scheiße, ey. So. Gut, dann haben wir das. Dann müssen wir nur hoch das wegmachen, dann haben wir es geschafft. Dann können wir weiter, ey. Yeah! Obwohl, da müsste noch ein Schalter sein. Ja, wo kann ich sagen, da müsste noch ein Schalter. Okay, wir haben doch kein BFF mit dem Scheiß. Wir brauchen einen Schalter. Und ich sehe gerade, das ist ein Rostschalter, kann das sein? Ist das ein rostiger Schalter sogar? Ja, es ist sogar ein rostiger Schalter. Das heißt, wir dürfen sogar den Hammer wieder ausrüsten. Das ist ja nett. So, zack, aktiviert. Okay, aber die Zeit läuft die ganze Zeit weiter. Was ist das für eine Kacke, ey? Was ist da denn für eine Kacke? So. Und die, okay, die Fee ist sogar tatsächlich wieder da. Das ist ja schön. Das heißt, wir können sogar... Achso, okay. Okay, fangen wir die Fee nochmal. Dann haben wir wieder 4 Stück. Sehr schön. Das ist doch wunderbar. Das ist doch wunderbar. So wunderbar, so wunderbar. Gut. Nächster Raum haben wir auch. Kurz mal schauen, Magie kurz auffüllen hier. Nochmal Herzen wieder. Yeah, gib her. Und einmal Siegel brechen. Zack, zweites Siegel im Arsch. Super. Hallo. Hallo. Das Wassersiegel ist gebrochen, beilich, Liebster. Nein. Nein. Das will ich nicht. Das will ich nicht. Okay. Das war das zweite. Ich schwöre für diese kleine kurze Pause, dass ich nichts gesagt hatte. Ich dachte mir so, was sollte ich sagen? Nein, gar nicht wahr.
Kennt mich ja, ich bin ein bisschen verwirrt ab und zu, ne? So, vermutlich brauchen wir jetzt die Feuerpfeile. So, am Umrüsten, zack. Wer zählt der Fahrt hier vorne? Und vermutlich brauchen wir sogar... Kann ich da mich ranziehen? Warte mal, kurz ausprobieren nochmal. Einfach kurz ranziehen, okay, alles klar. Sehr schön, Geld, yeah. Was wir auch so dringend brauchen. Ich bin so eine arme Sau gerade. Na, oh, meine Zielkünste immer wieder. Wunderbar. Hoppala. Achso, wir brauchen gar nicht das Auge der Weite hier, oder was? What the fuck, das war knapp, ey. Ein Raubschleim. Geh weg, I. Geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg. Nein. Ja, friss mal eine Rüstung, mein Schild. Du bist ein Scheißteil, weißt du das? Brenn. Brenn. So, ich hoffe, dass er meine Rüstung wieder verliert, ey. Sonst habe ich sie verloren. Sonst ist sie weg. Sonst habe ich die rote Rüstung verloren. Darf ich auch offscreen nochmal die Rüstung nochmal kaufen. Yeah. Ja, die ist weg. Kotze. Nein. Oh Gott, ey. Ich habe Angst gehabt. Ja, die ist weg, ne? Ja, sie ist weg. Scheiße. Okay, wir dürfen nochmal. Ich muss nachher nochmal los bald und nochmal die Rüstung kaufen. Das ist ja klasse. Das werde ich aber erst tun, wenn wir nachher die große Rüstung haben. Die hier. Sprecht dich aus, die hier. Achso, dann soll das ausmachen. Die große hier Tasche haben, mit den 10, wenn wir die 10 Skulpturas abgegeben haben. Denn alles andere ergibt keinen Sinn, finde ich. Weil sonst können wir sie auch gar nicht kaufen. Weil uns halt auch das Geld fehlt. Und schon wieder brauchen wir die... Oh, was ist das denn für eine Kacke? Warum brauchen wir das Ding so oft hier? Es geht. Was geht hier bloß ab? So, und bam. Und da ist noch ein Schalter, okay. Okay, den müssen wir wahrscheinlich auch aktivieren. Ey, das war voll der Kack, ohne Scheiße. Der Raubstein hat uns gegriffen und dazu auch noch erst einmal richtig schön gemobbt. So, eine große Truhe. Okay. Aber wir brauchen auf jeden Fall den Haken wieder. So, einmal kurz. Ah, ja, den wollte ich auf jeden Fall benutzen. Zack, so hoch da. Ich meine, jetzt bekommen wir den letzten Ausrüstungsgegenstand in diesem Spiel. Auf jeden Fall. Ich meine, das war so, oder, ich weiß es nicht genau. Yeah, die Goldhandschuhe, du fühlst noch größere Kraft in deinen Arm. Du packst schwerste Dinge mit A. So, ab jetzt können wir alles tragen, alles. Und das Ding brauchen wir sogar auch, weil wir hiernach nochmal rausgehen werden. Und, einmal noch zur Fee gehen. Es gibt nämlich noch eine Fee, die wir nicht besucht haben. Die uns noch eine Sache geben wird, die wir uns verbessern wird. In der Tat, es gibt noch was, was wir noch nicht haben. What the fuck, ey, der wäre fast runtergefallen wieder. So, kurz mal. Ich will eigentlich nur, eigentlich tauschen einmal. Aber danke, dass man mir das so verschoben hat, wie dass ich da nichts machen kann gerade. Das ist nett, danke. Danke, Spiel. Ich mag dich, Spiel. Und ich mag dich auch dafür, dass du mich so gerne mobbst hier, ne? Das ist nett. Ich mag dich echt gerne. So, Lichtpfeile, zack, drittes Siegel gebrochen. So, dann haben wir das. Es müsste ja genau. Impa, hallo. Das Schattensiegel ist gebrochen. Bitte rette die Prinzessin. Ich glaube, das sollten wir sogar in einem Part schaffen können. Also alle Siegel zu brechen, meine ich jetzt. Und so schwer ist das gar nicht. So schwer ist das gar nicht. Das ist echt nicht so schwer. Das Problem ist jetzt halt wirklich echt nur, dass wir die Rüstung verloren haben. Das war der Kack. Das ist voll der Scheiß, ey. Das regt Hammer krass auf, ey. Wer ist unsere Rüstung verloren, ey? So eine Scheiße. So. Lava, hallo. Ja, klasse. Das ist jetzt natürlich voll das Kackproblem hier gerade, ne? Wir haben nicht mal eine Rüstung und wir haben... Geil. Wie soll ich das bitte schaffen in 23 Sekunden, dass wir mal was sagen? Das ist natürlich jetzt eine sehr problematische Situation, würde ich sagen. Und das auch. Das jetzt gerade hier... Ja, das ist ein Problem. Okay. Ja, ich würde sagen, dass wir ein klitzekleines Problem haben. Ein klitzekleines Problem auf jeden Fall. So, dann machen wir erstmal das hier. Gehen wir jetzt hier erstmal rein. Dann überspringen wir den Raum des Feuers. Einmal erstmal. Und dann werden wir den zum Schluss machen. Weil
Wir können eh nichts machen. Dann machen wir die anderen Räume erstmal fertig. Dann gehen wir danach die Skulpturas sammeln. Ich wollte gerade sagen, ja, irgendwas ist hier auf jeden Fall. Und ja, was sollen wir nicht hier haben, Alter? Hallo? Soll ihr von mir? What the fuck, ey? Ja, genau, Bob, auf jeden Fall. Nein! What the fuck, das war knapp, ey. Achso, Herz, danke. Hier ist noch irgendwo was da vorne. Okay, tschüss. Und tschüss. So. Und da taucht eine Truhe auf. Wisst ihr, was jetzt scheiße ist? Das Beschissene ist jetzt hammerkrass, dass wir tatsächlich einen kleinen Schlüssel gefunden haben. Nein, dass wir überhaupt keine rote Rüstung haben. Ja, klasse. Top Idee wieder. Top Idee, Party. Ich werde jetzt alle Truhen öffnen. Scheißegal, was hier drin ist. Wow, Pfeile. Kann man bitte eine Rüstung bekommen? Das wäre nett. Ja, nee, lieber Eis nochmal. Ich mag's eisig. Oh, fressen uns dieser scheiß Raubschirm und klaut uns die Rüstung. Ich kotze ab, ey. Herz, danke. Wow, das haben wir wieder aufgefüllt, was wir gerade verloren haben. Und nochmal. Drei Eis, du. Nee, leck mich, ey. So. Und die letzte. So, Gott. Dann haben wir alle 6 Truhen geöffnet. Und Geld. Wow. Das Problem ist, wir brauchen wirklich 200 Rubine, um die rote Rüstung nochmal zu kaufen. Das heißt, wir werden das echt tatsächlich offscreen machen müssen. Ach so, okay. Nee. Okay, ich war überlegt, wie ging das eigentlich nochmal? Jetzt weiß ich es wieder. Ich war verplant, dass... Das ist auch der Raum, an dem ich mich im Geistertempel erinnert habe, hier. Wo auf der linken Seite jetzt eine Truhe runterkommt. Genau, da, ihr wisst ja noch, wo ich gesagt hatte, so an der einen Stelle, sah exakt fast genauso aus wie das hier. Da habe ich auch gedacht, okay, kommt hier nicht eine Truhe runter? Nein, das war hier. Das war nicht in dem... Ach, Steine schon wieder, hallo. So, und das ist wieder mit Zeit. Yeah, ich liebe Zeit. Ah, Stein! What the fuck, was hat er jetzt getan? Okay. Ist ja was drin? Ah, Pfeile, okay. Na, okay. Ja. What the fuck, ey? Das war knapp, ey. Wir haben alle... Was? Wir haben alle... Wow, wir haben alle bekommen, ohne getroffen zu werden. Wow. Das ist mal eine Kunst. Vor allem die Kunst ist auch, dass man in die falschen Tür wieder rausgeht, ey. Wow. Alles Gute ist natürlich, die Tür ist geöffnet. Oh mein Gott, das Ding ist nicht da. Ach du Scheiße, wer hätte das bloß erwartet? Ich habe richtig Angst gehabt, dass das nicht da ist. Ich zitter fast. Ach man, Leute, ihr wisst eine Scheiße. Ich kotze. Hallo, Rauro. Okay, das Lichtsiegel ist gebrochen. Schnell jetzt. Ach man, das ist doch Fail. Mann, das ist doch richtig kacke Fail. Jetzt können wir das eine Siegel nicht mehr brechen, weil uns die Feuerrüstung fehlt. Ich wollte alle Siegel in einem Part machen, ne, aber jetzt können wir es nicht machen, weil uns die fucking Feuerrüstung fehlt. Würde uns das Spiel noch die Zeit, zumindest eine Minute würde mir ja schon lang, das würde ja schon locker lang, das würde ich ja dann schaffen, aber in dem Fall jetzt ist das halt der größte Scheiße, da können wir nichts machen. Na egal, vor allem im nächsten Part halten wir den Skulltulas an. Und wir müssen tatsächlich schon wieder... Oh, goddammit, schon wieder müssen wir Steine sammeln. Wow, eine produktive Aufgabe hier in dem Spiel, muss ich ehrlich zugeben. Eine sehr produktive Aufgabe. Das war auch schlau, oder? Wollte ich gerade sagen, ey. Hallo, kannst du mal greifen? Danke. So. Nächster Weiner. Hallo, was war... Ich wollte gerade sagen, was war das jetzt? So, nächster Beins. Und der letzte müsste hier sein. Ja, das ist er. Aber er hat mich nicht erwischt, das ist cool. Nächster Raum. Okay, hier brauchen wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen Aufräum-Action hier. So, jetzt kommt eine Truhe. Und da vorne brauchen wir eine Krabbelmine, glaube ich. Oder geht es noch mit Bomben? Mal gucken, mal was probieren. Okay, näher kommt man mit der Bombe nicht ran. Okay, dann halt nicht. Krabbelmine, ja, war klar. Trage sie und benutze sie. Yeah, tun wir, ne? So, kurz warten, dass wir kurz wieder hinstellen können, dass wir jetzt hier nicht weggebombt werden. Okay, sie läuft falsch. Ich weiß gar nicht, wo sie ist gerade. Kann das sein? Okay. Okay, jetzt haben wir es. Okay, ich wollte gerade sagen, what the fuck? Ey, was macht die denn da? Was soll, treibt die Krabbelmine da? Da, 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 da. Licht. Ich sehe Licht. Nein, ich sehe das Problem. Das ist nicht das Licht. So. Und ich wette mit euch, wenn wir das falsch anleuchten, dass da die Dinger kommen wieder. Ich
könnte gerne das Ding erwischen, danke. Okay, zwei Stück. Yeah! Noch einer. Juhu! Okay, haben wir den ersten zumindest kalt gemacht. Taucht er wieder auf? Ich will gerne das Schwert mitpacken, danke. Hallo, kommst du mal ran da? Danke. Okay, jetzt haben wir es. Okay, wir haben alle vier Dinger getroffen. Dann können wir auch gehen. Tschüss! Okay, das letzte Siegel. Also, im Prinzip das letzte Siegel. Also hätten wir es nicht vorhin so wunderbar verkackt mit dem Anzug, wäre es jetzt das letzte Siegel. Gut, aber es macht nichts. Haben wir 5 Siegel gebrochen. Das 6. werden wir machen, wenn wir den Rest machen werden von dem hier. Ich wollte im Prinzip nur die Goldhandschuhe holen auch. Das war wichtig, ey. Das Geistesiegel ist gebrochen. Streng dich an, Kleiner. Das heißt, wir werden im nächsten Part die Skulltulas holen. Das werde ich, wie gesagt, aber zusammenschneiden. Ich werde die offscreen, also nicht offscreen, ich werde es aufnehmen natürlich. Aber ich werde das zusammenschneiden nachher und dann werde ich es nochmal neu kommentieren. Und ja. Ich werde, denke ich mal, ich werde so 20 Stück pro Part. Ich weiß nicht genau, wie schnell. Es kommt auch ein bisschen drauf an, wie schnell ich die finde. Das kommt auch da drauf an. Wenn das natürlich ein bisschen länger dauert, dann ist es halt eben so. Aber wo ist jetzt der Ausgang? Hier vorne. Wir werden nämlich noch eine Sache erledigen in diesem Part. Und dann haben wir soweit alles erledigt. Dann müsste es dann danach nur noch durchspielen. So, aber das machen wir jetzt eben. Das machen wir jetzt eben, habe ich gehört. Yeah. Hallo, Brücke. Scheiße, was? Mit der Rüstung regt immer noch auf. Ohne Scheiß, muss ich ehrlich zugeben. Das regt hammerkrass auf, ey. Okay, da hört auch schon das Skulltula. Aber die ist jetzt wurscht. Weil wir erstmal in die Quelle müssen nochmal. Es gibt ja noch eine Quelle, die wir erledigen werden. Dolly, gib ihm. So, werf den Stein. Werf. Wey. Okay. Und ab in die allerletzte Feenquelle, die es in diesem Spiel gibt. Ja, das ist wirklich die letzte Feenquelle hier. Okay. Sagen wir mal. Kennen wir ja das Lied noch, unser Lieblingslied. Yay! Ja, ich sollte aufhören damit, ey. Ohne Scheiße, ey. Oh Gott, wenn ich diese gestörte Lachgläsche höre, ey. Oh Gott, ey. Ich mag sie nicht, ey. Ich mag dich nicht. Weißt du das? Auch wenn wir uns immer wieder sehen, ich mag dich nicht. Ganz im Ernst. Ja, sprech dich aus. Hallo, mein süßer Link. Ich bin die Fee des Mutes. Ich verstärke deine Abwehrkraft gegenüber feindlichen Attacken. Sei bereit. Yeah, wir kriegen Abwehr. Bei 3 Herzen voll wichtig auch. Eigentlich ja schon. Im Prinzip ist es schon wichtig. Aber naja. Jetzt haben wir nämlich den weißen Schutz und den Herzen. Das heißt, wir haben jetzt halten doppelt so viel aus wie vor. Also halben Schaden machen die Gegner und so noch. Und ich habe voll verwirrend gesagt. Statt dass ich gleich sage, dass sie einen halben Schaden nur noch machen. Deine Abwehrkraft wurde erhöht. Gegnerische Angriffe fügen dir ab jetzt nur noch halb so viel Schaden zu. Ja, bist du vom Kap verstört? Besuch mich wieder. Nö, will ich nicht. Okay. Dann würde ich sagen, wir beenden den Part an dieser Stelle jetzt auch. Und im nächsten Part, denke ich mal, werde ich anfangen, die Skulltulas zu sammeln. Ich werde die Skulltulas schon mal sammeln. Ich werde so viel sammeln, dass wir uns die großen Börsen holen können. Dass wir Geld sammeln können. Einmal, dass wir die Quest mit den Wundererbsen noch machen können danach. Dass wir danach dann die hier, aber die Kleidung nochmal kaufen, die rote. Das haben wir nämlich hier auch, wir haben sie ja nicht mehr. Und ja, dann gucken wir mal dann, was wir machen. So, dann bis zum nächsten Mal und ciao.